interessantes Thema. Wir sprechen von einem Stadtstaat, das heißt Hamburg. Ja? Ja, bitte. Guten Tag, wir sind Schüler der 7. Klasse aus der Schillerschule. Und wir spielen heute. Das Spiel heißt Die Stadtrundgang durch Freie und Hansestadt Hamburg. Es ist für die Schüler bestimmt, die Deutsch lernen und sich mit den Sehenswürdigkeiten von Hamburg bekannt machen möchten. Beim Spielen lernt man lustiger und leichter. Außerdem werden viele Lernwege benutzt. Zum Beispiel, man lernt über die Augen, über die Ohren, über die Hände und über das... Das Spiel besteht aus einem Spielfeld, Spielfiguren, einem Würfel und Kärtchen. Auf einem Spielfeld ist der Stadtplan von Hamburg zu sehen. Spielablauf. Die Regeln sind einfach. Man spielt zu zweit, zu dritt oder zu viert. Man würfelt der Reihe nach und macht Züge mit Figuren. Wenn man auf einen roten, blauen oder grünen Punkt kommt, zieht man ein rotes, blaues oder grünes Kärtchen und liest es vor. Wer als erster am Ende ist, der hat gewonnen. Also, jetzt spielen wir. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe eine drauf. Der alte Elbtunnel. Du willst durch den Tunnel fahren, drei Punkte zurückziehen. Eins, zwei, drei. Zwei. Das Wahrzeichen der Stadt, die Michaelskirche, nennen die Hanseaten, den Michael. Du willst den Michael besichtigen und rückst drei Punkte vor.